Herzlich willkommen zum nächsten Video. Schaut mal, wo ich bin. In der Küche und schaut mal, was hier kocht. Reis. Ich habe heute meinen ersten Carb-Update für die Essen-Bev. Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob ich heute nochmal low gehen werde oder nicht. Wir haben heute basierend auf dem Look entschieden, hey, wir gehen jetzt heute schon higher mit den Carbs. Ich muss hier kurz ein wenig runterschalten. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin jetzt nochmal tiefer gewesen mit dem Gewicht heute. 84,6. Ich bin jetzt 2 Kilo leichter als vor der UK DFBA. Und zusätzlich, was können wir gewinnen, wenn ich jetzt noch einen Tag low gehe? Ich werde noch fatigter sein. Ich werde vielleicht noch 100, 200 Gramm Körperfett verlieren, aber wir riskieren einfach, dass ich vielleicht nicht voll werde, weil ich hatte letztes Mal Probleme, wirklich voll und prall zu werden. Das heißt, wir gehen jetzt diesen Trade-off ein, ein Tag weniger Low, ein Tag weniger Diät, dafür ein Ladetag mehr. Heute gibt es jetzt 750 Gramm Kohlenhydrate, es gibt 5 Meals mit je 150 Gramm Kohlenhydrate. Ich werde euch die Meals zeigen, es wird ganz simpel, nichts fancy. Das, was funktioniert, es wird keine neuen Lebensmittel mit einbezogen. Es gibt Jasminreis mit jeweils 150 Gramm Reis, 20 Gramm Protein von Whey oder von Chicken, dazu 75 Gramm Beeren oder Wedges. Yes, ich koche jetzt mein erstes und zweites Meal und werde es euch dann zeigen. Übrigens, ich bin total happy, Mann. Ich habe jetzt nochmal alles gegeben. Die Tage waren echt scheiße hart. Also es war echt unglaublich. Ich habe auch nichts gefilmt. Ich hatte einfach kaum Energie. Ich war relativ aktiv auf Instagram, aber die Tage waren echt hart. Und ich bin stolz, was ich geleistet habe. Ob es Conditioning reichen wird, werden wir sehen. Ich denke, ein Recap zur ganzen Season, zur ganzen Ausgangslage und so weiter. Wird dann nach der Prep kommen. Es ist momentan nicht die Zeit zu reflektieren, sondern die Zeit zu leisten, zu executen. Das werde ich jetzt machen. Und jetzt wird geladen. Heute hat AJ gesagt, also ich werde heute nur 7000 Schritte machen. Kurz nach jedem Meal einen kleinen Walk machen, um die Verdauung anzuregen. Ansonsten heute wird nur gechillt und gegessen. Das tut doch mal gut. So, und da ist Meal Number One. Wir haben hier 150 Gramm Rice, 80 Gramm Bananen, 50 Gramm Berries, 3 Reiswaffeln, 27 Gramm Whey. Ziel ist es, Verdauung 100% on point zu halten. Also ich werde nachher auch kurz einen kleinen Walk machen, um die Verdauung anzukurbeln. Keine neuen Food Sources, alles so einfach wie möglich. Zusätzlich dazu 2 Gramm Salz. Ihr denkt jetzt vielleicht komisches Meal, aber ich freue mich extrem drauf. Salz wird natürlich konsistent gehalten. Wasser auch. Kleiner Tipp, falls ihr mal in der Peak Week seid und Wasser tracken müsst, habt einfach so eine Flasche MyFitnessPal. Jedes Mal, wenn ihr sie auffüllt, füllt ihr einfach 750 ml Wasser mehr. Heute 7 Liter Wasser auf dem Programm, wie jeden Tag die letzten 3-4 Wochen. 2 Gramm Salz pro Meal, Pre-Workout, Post-Workout habe ich normalerweise 4 Gramm im Pre-Workout und 2 Gramm Post-Workout, das heißt, ich werde jetzt auch noch 3-3 am Rest-Day machen. Genau, so sieht der Plan aus. Ich werde jetzt mir mein Meal gönnen und ein YouTube-Video schauen. In solchen Situationen ist natürlich langsam essen extrem wichtig, gut kauen. Und genau das werde ich jetzt machen, mir Zeit nehmen, gut kauen und dann wird sich das Meal perfekt verdauen. Let's fucking go. Meal Nummer 2 ist angerichtet.
Genau gleich wie Meal Nummer 1 von den Makros her sind jetzt 170 Gramm Reis, 100 Gramm Chicken, 50 Gramm Spinat, 25 Gramm Tomaten, Wedges heute ganz tief, Protein ganz tief, um meine Verdauung spot on zu halten. Yes, ich werde mir jetzt das Meal gönnen, bin auf jeden Fall schon wieder hungrig. Es ist jetzt 11 Uhr, 3 Stunden später, 3 Stunden nach dem ersten Meal. Yes, ich bin hyped, ein wenig Reis kann nie schaden. Wird wahrscheinlich ein relativ langweiliges Video, weil ich werde heute nichts anderes machen als chillen und essen. Aber trotzdem ist ein geiler Prozess, das Carb Up. Darum, ich zeige es jetzt. Let's snack it. Es ist jetzt Nachmittag, genauer gesagt 16.20 Uhr. Ich habe jetzt schon 3 Meals in, das heißt, mehr als die Hälfte der Carbs, ca. 400 Gramm Carbs, sind jetzt schon drin und ich spüre es langsam. Ich habe warm, ich fühle mich wieder lebendig, ich fühle so ein Gefühl, das nennt sich, glaube ich, Energie. Ich fühle mich so, ich habe Lust zu reden, ich könnte jetzt gehen. Ja, ich fühle mich besser, auf jeden Fall. Die Fullness kommt langsam rein, die Check-In-Shots sehen besser aus nach jedem Meal. Die Fatigue geht langsam weg, also ich mache heute wirklich gar nichts. Also ich sollte jetzt vielleicht dann noch etwas für die Uni machen, aber ich bin heute wirklich nur am YouTube-Video schneiden, am Chillen, am Essen. Und genau um das geht es. Bodybuilding ist nicht so spektakulär. Jetzt wirklich einfach chillen, chillen, chillen und essen. Und es kommt langsam. Die Separations werden besser. Die Fullness wird besser. Es ist einfach geil zu sehen, wie der Look wieder zum Leben beginnt. Ja, ich zeige euch dann. Eigentlich muss ich euch die Meals nicht zeigen. Sie sind alle genau gleich. Ich habe jetzt euch das erste Meal gezeigt. Das zweite, das dritte war wieder genau wie das erste, das vierte wird wieder wie das zweite und das fünfte wird wieder wie das erste. Von dem her, ja, nichts Spezielles. Ich werde vielleicht nachher noch kurz zeigen, wie die Physik jetzt sich schon so ein wenig entwickelt hat. Ich habe leider keinen, ich hätte das Check-in von heute Morgen abfilmen sollen und dann die Veränderung zeigen. Aber ich kann sonst Bilder einfügen und dann die Bilder am Abend oder das letzte Form-Update am Abend mitfilmen im gleichen Licht. Dann seht ihr den Unterschied. Ich glaube, das wird schon recht drastisch sein. Yes, jetzt will ich euch nicht mehr zulabern. Wir sehen uns später. Gerade ist noch etwas Witziges passiert und zwar 3plus hat mir auf Instagram geschrieben, dass sie ein Angebot haben und ob sie meine Nummer haben können. Ich habe gedacht, so ja, kannst hier mal nichts verlieren, mal schauen, was die wollen. Jetzt haben die mir einfach geschrieben, ob ich bei der nächsten Bachelorette-Staffel mitmachen will. Natürlich werde ich das nicht machen, aber ja, lustige Story, wollte ich einfach hier noch ins Video einbauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich bei der nächsten Bachelorette-Staffel mitmachen soll. Angebrochen. Ich habe gestern gar nichts mehr gefilmt, muss ich ehrlich zugeben. Auch kein Form-Update, gar nichts mehr. Habe es ehrlich gesagt einfach vergessen und wollte die Zeit einfach für mich nehmen. Jetzt aber Donnerstag. Heute wird genau der gleiche Prozess nochmal wiederholt. Das heißt genau nochmal 750 Gramm Kohlenhydraten in 5 Meals. Jedes Meal
150 Gramm Carbs. Ich zeige euch jetzt Meal Number 2. Ich habe schon Meal Number 1 gegessen. Hier Reis schon vorbereitet. 2,5 Gramm Salz mache ich immer mit so einer Präzisionswaage wie ein Drogendealer. Dann gibt es hier Chicken. 80 Gramm Chicken. Dazu kommen jetzt dann noch Berries und Bananen. Ich habe jetzt eine Uni-Vorlesung, darum habe ich das jetzt schon vorbereitet. Es ist jetzt 9:15 Uhr, um 11 Uhr gibt es das nächste Meal. Ich habe es jetzt schon vorbereitet, damit ich das dann in der Pause zwischen Vorlesungen essen kann. Normalerweise wäre ich jetzt in der Uni, aber momentan durch Covid haben wir die Möglichkeit, die Vorlesungen auch online beizutreten. Darum werde ich die jetzt online schauen und vielleicht gibt es nachher einmal ein kleines Sneak Peek, wie die Form aussieht. Yes. So, ich habe wieder leider nicht mitgefilmt, das Meal nicht gezeigt, aber ihr habt es schon gestern gesehen. Wieder so ein 150, 160 Gramm Reis, 100 Gramm Bananen, 75 Gramm Berries Meal. Jetzt geht es dann für mich in die Push Session und ich habe jetzt heute wieder Crank Pump Pro. Ich habe den jetzt angemischt, ihr seht es da vielleicht mit ganz wenig Wasser. Ich werde jetzt testen für den Show Day, wie gut das der im Magen liegt, also wie wenig Wasser ich nehmen sollte und so weiter, damit ich den am Show Day auch nehmen kann. Ich habe ihn in der UK nicht genommen, weil da meine Verdauung am Arsch war. Jetzt ist meine Verdauung aber spot on und ich versuche das jetzt und ja, schaue sehr gut, wie meine Verdauung darauf reagiert, um dann den am Show Day noch zu konsumieren. Dazu gibt es 2 Pills, Crank Focus, 200 Milligramm Koffein, 200 Milligramm Theanin. Dann geht es in die Push Session. Die Push Session ist so strukturiert, ich mache einfach meine normale Push Session, normale Loads, aber einfach 1 bis 2 Reps in Reserve, ansonsten nichts Spezielles. Ich denke, ich werde nicht mitfilmen. Ich habe ja gerade letztes Mal die Pull Session mitgefilmt und ein Voiceover gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, abchecken. Ich werde aber wahrscheinlich den Pump nach dem Training filmen. Mal schauen, wie die Physik aussieht. Yes, wir sehen uns nachher im Gym. Ich gönne mir jetzt meinen Booster, schaue noch ein wenig Podcast, dann geht's ab. So, ich bin gerade durch mit meiner Gym-Session, mit meiner Push-Session. Lief ganz okay, Energie war definitiv ein wenig besser, Pump war gut, aber nicht gut genug meiner Meinung nach. Ich werde jetzt dann Rücksprache mit meinem Coach halten. Ich denke, ich verleite noch mehr Carbs. Ich werde sicherlich jetzt dann mal einen Clip einfügen. Ich habe gefilmt, wie ich aussehe momentan. Ja, ich denke, ich kann noch mehr laden. Es verträgt definitiv noch was. Ich habe jetzt schon 3 Meals in. Das heißt, circa 400 Gramm Carbs sind drin. Aber ich denke, da muss heute noch mehr rein, damit ich am Samstag prall werde. Ja, ich fühle mich gut. Ihr seht hier in der Schweiz, wo ich lebe, es ist extrem schön. Das ist mein Walk, den ich jeden Tag mache ins Gym. Kommt jetzt hier auf der Kamera nicht ganz so schön rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Aber das ist die Strecke, die ich jeden Tag ins Gym gehe. Ich habe die auch schon einige Mal in meiner Instagram-Story gezeigt. Heute mit dem Velo unterwegs, um Schritte zu sparen. Fatigue muss so tief wie möglich sein, ihr kennt es. Sehr komisches Gefühl. Das Velo kam wenig zum Einsatz in letzter Zeit, weil ja, Schritte sammeln. Natürlich auch passiv, wenn man irgendwas erledigen muss. Kleiner Hack, falls ihr Fett verbrennen wollt, macht einfach alles zu Fuß. Geht einkaufen zu Fuß. Wenn ihr parkiert, parkiert weiter weg, damit ihr mehr Schritte macht. Nehmt nicht den Fahrstuhl, bewegt euch. Non-Exercise Activity Thermogenesis, so jetzt habe ich es richtig gesagt, nennt sich das. Das ist einfach das, was ihr verbrennt, neben eurem Grundumsatz und eurem Training. Dadurch, dass ihr euch bewegt im Alltag, und das ist extrem wichtig für die Fettverbrennung. Das heißt, ja, wenn ihr Fett abnehmen wollt, bewegt euch mehr. Ich heute mit dem Velo unterwegs, um meine Legs zu schonen und Fatigue abzubauen. Yes, ich gehe jetzt nach Hause, schicke die Bilder meinem Coach, esse mein Post-Workout-Meal. Werde ich wahrscheinlich nicht zeigen, weil es sieht wieder genau gleich aus wie das Pre-Workout-Meal. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich später. Heute
werde ich mich noch rasieren, ein Peeling machen, damit die Farbe dann anschließend auch richtig sitzt. Mein Arm fällt jetzt dann bald ab, weil ich die Kamera hier halten muss. Yes, wir sehen uns später. Und somit schließen wir den zweiten Heide ab mit dem letzten Meal. Ich habe jetzt gerade, besser gesagt, meine Freundin war jetzt gerade bei mir. Ich habe jetzt mich rasiert. Es ist jetzt ja Donnerstagabend. Morgen werden die ersten Tanning-Schichten kommen. Ich werde Top Tan benutzen. Ich habe mich jetzt alles rasiert. Ich habe ein Peeling gemacht, dass morgen die Farbe dann auch wirklich gut sitzt. Das Peeling habe ich mit Kaffeepulver und Olivenöl gemacht, aber es hat sehr gut funktioniert. Einmal Peeling, dann Rasur, dann nochmal, falsch. Peeling, Rasur, Peeling. Stimmt gar nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe so gemacht. Peeling, Rasur, nochmal Peeling. Jetzt hier, letzte Meal. Ich habe euch ja gesagt, ich habe gedacht, ich bin noch ein wenig zu flach, ich brauche mehr Carbs. Darum hat mein Coach jetzt 100 Gramm Carbs noch hinzugefügt. Er stimmt mir dazu. Der Look verträgt auf jeden Fall noch was. Ich werde jetzt das Meal essen. Dann nochmal ein kurzes Posing machen für meinen Coach. Er geht immer extrem früh schlafen. Ich werde ihm das dann durchschicken. Dann habe ich morgen direkt schon den Gameplan für den nächsten Tag. Ich werde euch morgen wieder auf den Tag mitnehmen. Morgen steht Registration an, zwei Schichten Tan und eine Pump Session. Meine Freundin wird mich zur Registration fahren. Ja, ich esse jetzt mein letztes Meal. Dann wird noch ein kleiner Walk gemacht, um die Verdauung anzuregen und dann schlafen gegangen. Yes, zweiter Ladetag. Es fühlt sich extrem gut an, einfach wieder ein paar Carbs zu haben. Ich fühle mich wieder lebendiger. Yes. Da vielleicht noch das Meal, dass ich euch das nicht vorenthalte. Und hier ein Whey Sludge. Ich habe den in der Instagram-Story gezeigt. Und da haben extrem viele mich gefragt, wie ich das mache. Ich nehme einfach Whey und füge ganz wenig Wasser hinzu. Wirklich ganz, ganz wenig. Beginnt mit ganz wenig, dann gibt es so eine Creme, ich glaube es ist hier jetzt zu hell, ihr seht es nicht gut, und die kann man dann einfach so übers Meal geben. Ich werde das nachher kurz abfilmen. Yes, das war's. Ich wünsche euch bis morgen einen schönen Tag. Ich gehe jetzt schlafen, wir sehen uns morgen. Macht's gut.